Moin, ihr Sizzler, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute werden wir einen Krustenbraten zubereiten, bei dem die Schwarte im Idealfall so richtig schön knusprig aufklopft und das Fleisch so richtig saftig wird. Und das Ganze im Dutch Oven. Und wir haben hier ein sehr spezielles Stück Fleisch für einen Krustenbraten, möchte ich mal sagen. Ich muss gerade lachen, wie du da so reingesteigt hast. Diese Schwarte, die musst du richtig krachen und wenn so. Es eins gibt, wenn es eine große Liebe im Essensbereich gibt, dann ist es ja wohl eine knusprige Schweineschwarte mit saftigem Fleisch. Also wenn ich auf eins stehe, dann ist es Krustenbraten, Schweinehaxe, sowas. Jetzt und die Frage, geht es euch auch so? Wenn dem so sein sollte, könnt ihr jetzt schon mal einen Daumen reinhauen, damit mal die Quote einmal richtig durchhagelt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand sagt, nee, Schwarte mag ich nicht. Schwarte. Obwohl doch, es gibt Menschen, die Schwarte nicht mögen, aber die sind in der Minderheit in dem Sinne, weil das einfach so das gehört dazu. Der Geschmack sitzt da einfach drin und das gehört dazu. Bevor wir uns wieder in irgendwelche Nesseln setzen, ich habe da schon diverse Sachen mit dir durch. Mitten. Ich sag's nicht. Wir reden darüber nicht mehr. Das ist Fakt ist auf jeden Fall, wir haben hier vor uns einen besonderen Cut. Und wie ihr wisst, wir arbeiten ja mit Landluft Bio unter anderem zusammen. Und Landluft Bio fragt uns ja immer so ein bisschen auch nach dem Thema Cuts und so weiter und so fort. Und dabei ist dieser hier entstanden, die kam auf uns zu und gesagt, Jungs, wir haben hier einen Tafelspitz vom Schwein. Haben das quasi so zugeschnitten mit Schwarte. Und ja, ihr wisst die Qualität mittlerweile. Ich glaube, da brauchen wir euch nichts mehr zu erzählen. Wer mehr Informationen zu Landluft haben will und wissen will, was die so tun, wie die das machen. Wir haben mal vor ein Doku gedreht, die könnt ihr euch gerne angucken. Da kriegt ihr alles. Danach wisst ihr auch vom Kopf her, das ist eine gute Sache, die wir unterstützen. Und hier ist es so, das Stück Fleisch ist eigentlich ziemlich unspektakulär. Wobei man sagen muss, vom Cut her, was Außergewöhnliches. Ja, ne? Ein Tafelspitz vom Schwein habe ich noch nie gegessen. Vom Rind gibt es ja einen Klassiker, geschmort, Tafelspitz vom Rind mit oder so einer... Picanha. Ja, Picanha ist ja der amerikanische Zuschnitt. Bei uns ist der Tafelspitz vom Rind mit ein bisschen Fett, mit einer Meerrettichsoße geschmort, damit es schön zart wird. Beim Schwein, deswegen sage ich auch, es wird ein bisschen spezieller. Wir testen heute einfach mal, ob das klappt, ob wir es schaffen, das Fleisch schön zart zu kriegen, aber saftig zu behalten und gleichzeitig eine Kruste. Und haben uns überlegt, da bietet sich der Dutch Oven natürlich an, denn wir haben den Vorteil, wir haben eine Unterhitze, können mit Flüssigkeit arbeiten, sprich gefühlt ein bisschen dämpfen. Gleichzeitig können wir aber auch mit Oberhitze arbeiten, indem wir gleich hier oben auf den Deckel reichlich Briketts legen, um dann eben dafür zu sorgen, dass die Schwarte richtig schön aufploppt. Das ist das Ziel. Welches Öl nutzt ihr eigentlich zum Anbraten im Dutch Oven? Das würde mich echt mal interessieren, ob ihr da ein spezielles Öl benutzt. Weil gerade so ein Sonnenblumenöl, der Brennpunkt, wie man so schön sagt. Rauchpunkt so kurz, dass es wirklich ganz schnell gehen muss. Ja. Oder nehmt ihr sogar Woköl dafür? Einmal kurz abrauchen lassen hier, zack. Schluck Öl rein und dann kann direkt das Stück Fleisch hinterher. Yes. Oh, hört ihr das? Hey. Hammermäßig. Da geht was. Sieht's gut aus? Ihr könnt euch nicht vorstellen, guck mal hier, ihr könnt euch gar nicht mal vorstellen, wie hier die gesamte Dachterrasse riecht. Und wenn ihr es euch vorstellen könnt, dann hoffe ich, dass es so einen Speichelfluss bei euch auslöst. Bei mir tut's das, so viel kann ich festhalten an der Stelle. So, jetzt mache ich hier ganz oben nochmal so ein bisschen Salz drauf, nicht zu viel, nur so eine leichte Schicht. Ich hoffe, dass das einfach dazu führt, dass es nachher ein bisschen besser aufplöppt noch. Soll ich derweil eigentlich das Gemüse schon mal reinmachen? Ja, bitte. Ja, also wir haben hier ein klassisches Suppengrün, gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Da sind verschiedene Dinge, Karotte, Sellerie, Lauch und so drin. Das würde ich jetzt einmal anrösten für unseren Soßenansatz. Genau, wir machen nämlich eine Dunkelbiersoße, haben wir vorhin gar nicht mehr erzählt, aber es wird eine Dunkelbiersoße geben. So eine ganz leichte davon, das soll ja auch immer möglichst einfach zu Hause nachmachbar sein. Wir würzen das Ganze mit Magic Smoke, den Sud, den wir haben. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Kraftbrühe. Wie nennt man das denn? Fond. Also aber nicht ein Rinderfond, sondern so ein Nein, das ist ein Bratenfond. So ein Bratenfond, das war's. Den kriegt man, wenn man zum Beispiel Schweinefleisch auch mal kocht. Das macht macht man manchmal schon mal, je nachdem, was man machen möchte. Und dann kriegt man den. Ansonsten, Geheimtipp, Achtung, gibt's auch im Supermarkt im Glas. Kann man kaufen. Oder beim Metzger des Vertrauens. Genau. Einfach unten mal bestellen. So ist es. Ich mach mal so. Kann ich, Alex? Ja. Unser Gemüse ist soweit fertig angebraten. Ich habe gerade das Bier einmal umstellen wollen. Es fängt leicht an zu schäumen. Was soll's. Wir löschen jetzt unseren Bratensatz hier einmal mit ein bisschen Dunkelbier ab. Und oh, herrlich. Eieiei. Mache ich es ganz rein? Habe ich früher beim Kochen schon geliebt, so. Beim Grillen noch viel mehr. Ich finde dieses Thema Sensorik und Geruch, Geschmack, auch anfassen, sowas da alles eine Rolle spielt. Das ist wirklich eine Sache, die sehr viele Emotionen auslösen kann auf jeden Fall.
So, mengentechnisch, ich habe jetzt die ganze Flasche Dunkelbier drin. Vom Fond macht so viel rein, dass das Gemüse so ein bisschen schwimmt, aber macht jetzt nicht übertrieben viel rein. Ich habe jetzt hier so ein halbes Glas, das sind glaube ich jetzt 150 Milliliter oder so, die hier drin sind. Wir gießen lieber was nach, als es jetzt irgendwie da drin zu ertränken. Genau, jetzt habe ich hier noch so einen Pfannenknecht. Damit kann man arbeiten, indem man den einfach reinstellt und dann ist sozusagen das Fleisch so ein Stück erhöht und nicht direkt in dem Sud drinne. Und da lege ich jetzt unser Fleisch einfach von oben so drauf. Ja. Dann kann das hier schön Platz nehmen. Hat übrigens den Vorteil, dass es jetzt auch noch näher am Deckel ist, wo wir jetzt die Oberhitze noch drauf machen werden. Also Deckel drauf, Kohlen drauf. Wie viel Kohlen machen wir oben drauf bei dem großen? Das ist ja so ein DO9. Wie groß mag er? Wie viel braucht er? Keine Ahnung. Also was heißt keine Ahnung? Bei uns auf der Seite habe ich einen Text darüber geschrieben, so ein Dutch Oven Ratgeber. Da könnt ihr das alles genau nachlesen, je nach Temperatur, wie viel wohin kommen. Wir wollen in dem Fall ja aber ein bisschen mehr Oberhitze haben, dass wir richtig Zunder von oben kriegen. Ja. Deswegen würde ich jetzt aus dem Bauchgefühl raus sagen, ich lege den Deckel mal voll. Und dann gucken wir uns mal nach 20, 30 Minuten an, was es gemacht hat. Wenn die Schwarte dann schon schwarz ist, kann ich euch sagen, hatten wir zu viel drauf. Wenn die Schwarte dann aber anfängt, so braun zu werden und vielleicht zu ploppen, dann ist es genau richtig. Deswegen lege ich jetzt mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 10 Stück lege ich mal drauf. Sehr gut. Also wir experimentieren jetzt noch eine Runde und dann holen wir euch dazu, wenn es soweit ist und wir euch schon mal Rückmeldung geben können. Eine Stunde ist vorbei und wir haben ja gesagt, wir gucken noch mal gemeinsam rein, wie es aktuell aussieht. Und ich kann euch sagen, unabhängig vom Duft, ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt, sieht das Ganze wirklich gesagt. Wir haben jetzt den Effekt, dass die Kruste anfängt zu ploppen. Auf der einen Seite, auf der anderen haben wir uns beholfen mit einer kleinen, wie nennt es die, Süßkartoffel? Süßkartoffel, so eine geviertelte Süßkartoffel haben wir genommen, um die Seite einfach zu erhöhen. Genau, damit er jetzt komplett aufploppen kann. Im nächsten Step werden wir also gleich die ganze Flüssigkeit drin abfüllen, unsere Kanne einmal durchpürieren, damit eine die schöne... Kanne. Ja, wie heißt das denn nochmal? Topf ist das. Kasserole oder so heißt ja, das. Ja, ne? Kasserole, Stielkasserole. Ja, jetzt wollen wir so, mal. Ne? Jetzt wollen wir auch richtig sagen. Ja. Und da wird dann die Soße drin nochmal gezogen und eine Sache habe ich vorhin euch unterschlagen, aber ich glaube, das habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Ich hatte die Schwarte rautenförmig oder in meinem Fall schachbrettmusterartig eingeschnitten. Das war irgendwie so ein Fleisch- und Blutübergang, dass ich es in der Vorbereitung schon gemacht habe, aber ich glaube, das habt ihr schon gesehen. Das sollte man am Anfang also mitmachen, damit die schön aufploppen kann. Genau. Ja, und wir machen das Ding jetzt fertig und schneiden mal auf und da bin ich sehr gespannt. Ich habe noch eine wichtige Info, ja, wer das nachmachen will. Wir haben von unterwärts, also unter dem Dutch Oven, bis auf 3-4 Briketts alle weggenommen und alle auf den Deckel gelegt. Sprich, von unten die Soße kocht jetzt nicht mehr so stark, die simmert nur noch leicht. Und von oben haben wir es auf ein Maximum an Oberhitze erhöht. Und ich kann so jetzt auch die Briketts nehmen und natürlich stellenweise so verteilen, dass ich auf einer Seite mehr Hitze habe, so wie jetzt. Hier, diese Seite ist fertig, wir wollen noch die Seite aufploppen lassen, also habe ich hier die ganze Hitze liegen, genau, und kriege damit im Idealfall die komplette Kruste richtig geil. Das sieht so gut aus. Sieht richtig gut aus jetzt schon. Das Ding dabei ist auch, die Kohlen haben bisher die ganze Zeit gehalten, obwohl es etwas windiger und kalt ist. Also von daher auch da perfekt das Ergebnis. Wir sehen uns gleich, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Oh, ich komme. Achtung, Achtung. Ja, okay. Also ich komme mit dem... Ja, Mensch. Absolut vom Geruch, vom Aroma her so intensive Fleisch einfach. Super gut. So, ich richte mal ganz kurz an. Das ist jetzt quasi die Soße. Die haben wir extra noch stückig gelassen. Ihr könnt die noch einmal durchs Sieb ziehen, dann ist das auch kein Thema. Dann wird es noch ein bisschen feiner. Abgeschmeckt übrigens nur mit Salz und Pfeffer. Wer dieses Bitter-Herbe vom Dunkelbier nicht mag, kann auch noch ein bisschen Zucker nehmen, um da entgegenzuwirken. Ich habe übrigens schon ein Stück Kruste mir. Oh. Oh Leute, guckt ihr das an jetzt mal im Ernst. Alter. vielleicht auch noch mal eine Info, die man erwähnen sollte. Oh, das ist eine Frechheit, ne? Wir haben auch die Kerntemperatur mal gemessen. Wir hatten uns überlegt, irgendwo zwischen 70 und 75 Grad wollen wir bei rauskommen. Oh. Und das hat hervorragend geklappt. Wir waren jetzt so bei 72, 73 Grad. Es ist, also wirklich, ich hoffe, man kann das erkennen, wie saftig das Ganze ist, wie das schön spiegelt. Mm. Fantastisch. Übrigens an der Stelle ein Hinweis für euch. Wir haben schon mal einen Schweinebauch gemacht. Und zwar so ein XXL-Schweinebauch, auch von Landluft Bio, auf dem Kamado Joe. Und den habt ihr auch hart gefeiert, den verlinke ich euch gerne hier mittig rein, könnt ihr mal draufklicken. Wir essen jetzt. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Bis demnächst, macht's gut. Mm. Kann man auf jeden Fall genauso machen. Alex, das ist nicht normal. Soße, oh Gott. Du brauchst, ihr braucht die Soße nicht, vergiss das, macht nur das. Oh.